Lycidas, die uralte Metropole von Christoph Marzi. Erstes Kapitel: Dombey und Sun. Die Welt ist gierig und manchmal verschlingt sie kleine Kinder mit Haut und Haaren. Emily Lang erfuhr dies, bevor ihre Zeit gekommen war. Als sie meinen Weg kreuzte, flüchtete sie vor denen, die ihr eine Zukunft versprochen hatten, jenen, die täuschen und lügen und betrügen und dafür sorgen, dass das Lächeln in Kindergesichtern traurig und unecht wirkt. Außer Atem kniete das Mädchen am Fuße einer Rolltreppe in der Tottenham Court Road, während der lauwarme Wind eines nahenden Zuges ihr das rote, lockige Haar aus dem schmutzigen Gesicht blies. Ängstlich sah sie mich an, und als ich der Ratte gewahr wurde, die neben dem Mädchen auf dem Boden saß und zutraulich die Schnauze gegen die Hand der Kleinen drückte, um mich sodann mit wachsamen Kulleraugen zu mustern, wusste ich, dass ich die Untergrundbahn nicht alleine verlassen würde. So lernte ich Emily Lang kennen. An einem Tag im Winter. Nicht lange vor Weihnachten. Sie sollte längst zurück sein, hörte ich mein Gegenüber sagen. Die Besorgnis, die nie verschwindet, erwacht zu neuem Leben. Ich lasse den Blick durch den Raum schweifen. Normalerweise beruhigt mich dieser Raum mit der niedrigen Holzdecke und den vielen Gästen, die laut redend ihr Bier trinken. Nicht jedoch an diesem Abend. Sie hat es geschafft, bemerkte ich möglichst zuversichtlich. Du spürst es, will mein Gegenüber wissen. Ich nicke nur. Ich spüre nichts, nicht das Geringste. Das beunruhigte mich noch mehr. Ich schaue durch eines der kleinen Fenster in die Nacht hinaus. Draußen hat es wieder zu schneien begonnen. Dicke Flocken wirbeln durch die Dunkelheit. Ich nippe an meinem Kräutertee. Mürrisch und gedankenverloren. Ein verlorenes Kind irrt gerade durch dieses eisig klirrende Wintermärchen, in das sich London seit bereits 2 Monaten verwandelt hat. Wir hätten sie nicht gehen lassen dürfen, stellt mein Gegenüber fest. Hatten wir denn die Wahl? Im Grunde genommen wissen wir doch beide, dass es keinen anderen Weg gab. Doch sollte ich meiner Erzählung nicht vorgreifen. Schließen Sie die Augen und lauschen Sie meinen Worten. Folgen Sie mir nach Rotherhithe, wo die Luft allzeit salzig nach Meer riecht und die riesigen Lagerhäuser an die alten Zeiten erinnern, als hier noch die Waren aus den Kolonien umgeschlagen wurden. Damals duftete es nach Zimt und Ingwer und Ananas, nach Orient und anderen fernen Ländern. Damals zogen Pferde schwere Karren durch die engen Gassen, beladen mit fremden Köstlichkeiten. Doch der Zauber verflog und machte lärmenden Kränen, rostigen Lastern und herumlungernden Gestalten Platz. Das Kopfsteinpflaster wirkt heute dunkler und schmutziger. Des Nachts ist es unsicher auf den Straßen und in den Gassen. Spärliches Licht aus krummen Laternen lässt die Dinge zur Hälfte im Schatten verschwinden. Gut gesittete Bürger neigen dazu, diese Gegend zu meiden. Emily Lang kannte sich dort aus. Drüben am anderen Themseufer. Ein klappriges Schild aus morschem Holz mit der dahingekritzelten Aufschrift Dombey und Son, Anstalt für heimatlose Kinder, zierte den Eingang zu ihrem Zuhause. An diesem traurigen Ort soll unsere Geschichte beginnen. Denn ich werde sie genauso erzählen, wie sie passiert ist. Und sie begann nun einmal in Rotherhithe, hinter den Mauern jenes armseligen Kinderheims, das von Reverend Charles Dombey nebst seinem Sohn Charles Dombey Junior geführt wurde, unter Mithilfe eines ständig missgelaunten und dem Alkohol verfallenen Hausmeisters namens Mr. Meeks. Die Kinder jener Anstalt besaßen nur einen Vornamen, von dem allerdings kaum jemand außer ihnen selbst Gebrauch machte. Für Reverend Dombey waren die Kinder lediglich Nummern, und nur als solche kannte er sie und sprach sie auch nur auf diese Weise an. 15 hat den Kater geärgert, hörte man Mr. Meeks oft fluchen, der das zerlauste, bissige Monster liebte. 24 bekommt wegen unzüchtiger Scherze 10 Schläge mit dem Rohrstock, verhängte der Reverend, wie er von den Kindern genannt wurde, die von ihm bevorzugte Strafe. Entkommen gab es keines, und Vergehen gab es viele an der Zahl. 7 ist den Teller nicht leer, 13 will nicht einschlafen, 22 hat sich im Essensraum übergeben. Selbst banale Missgeschicke wurden bestraft.
Unerbitterlich schlug der Reverend zu. Und nicht wenige der Kinder erkannten die Freude, die in seinen Augen aufblitzte, wenn er den Rohrstock niedersausen ließ. Das Waisenhaus war in einem alten Backsteinhaus untergebracht, dessen Fassade bröckelte und das einstmals in den alten Zeiten als Hafenmeisterhaus gedient hatte. Der Reverend, hager und hakennasig, und sein Sohn, feist und nörgelig, bewohnten das oberste Stockwerk, von wo aus sie einen schönen Ausblick auf das gegenüberliegende Themseufer hatten und des Nachts die hell erleuchtete Kuppel von St. Pauls bewundern konnten. Wenngleich auch keines der Kinder den beiden genügend Feingefühl zugesprochen hätte, einen solchen Anblick überhaupt bemerken, geschweige denn ihn genießen zu können. Die älteren Kinder munkelten, es gebe dort oben Reichtümer, die der Reverend von den Eltern der Kinder als Bezahlung erhalten habe dafür, dass diese sich nun nicht mehr mit ihren Belgern abzugeben brauchten. Doch keines der Kinder hatte je einen Fuß in die Räume des Reverends gesetzt. Schlimmstenfalls wurde ein Kind ins Büro des Reverends gerufen, wo es entweder eine Bestrafung zu erwarten hatte oder eine neue Aufgabe zugesprochen bekam. Das Büro von den Kindern, nur als die Kammer bezeichnet, befand sich im Stockwerk unter der Wohnung der Dombeys. Es roch dort staubig nach schimmeligen Akten, die sich in Regalen aus dunklem Holz bis unter die hohe Decke stapelten und die, so munkelte man, die Geheimnisse über die Herkunft der Kinder enthielten. Nur dürftiges Licht fiel durch das schmale, schmutzig, milchglasige Fenster ins Innere. Auf dem Schreibtisch lag immer eine dicke Bibel, aus welcher der Reverend mit feuriger Leidenschaft zu zitieren pflegte, bevor der Rohrstock herniederfuhr. Oftmals kamen Leute von draußen vorbei, die Arbeit offerierten. Auskehren einer Werkstatt, Handlangerdienste auf einer Baustelle, Botengänge in Rotherhithe und Whitechapel, Blumenverkauf am Blackfriars Bahnhof, Putzdienste bei den Geschäftsleuten im Norden der Stadt, Bebetteln der Touristen am Parlament und der Westminster Abtei. Arbeit vertreibt die unnützen Gedanken, pflegte der Reverend in seinen Predigen, die er jeden Mittwoch und jeden Sonntag im Speisesaal hielt, zu verkünden. Die kleinen Almosen, die manche Kunden den Kindern zusteckten, flossen jedenfalls in den Geldbeutel der Dombeys und mehrten die Reichtümer im Obergeschoss. Hin und wieder kam es vor, dass eine Frau eines der Kinder gegen Bezahlung abholte und erst nach etlichen Stunden zurückbrachte. Nachher war jedoch keines, weder Junge noch Mädchen, bereit, über das Erlebte zu sprechen. Ohne Ausnahme fürchteten sich alle Kinder vor dem Besuch jener Frau, die im Waisenhaus nur unter dem Namen Madame Snow White Pink bekannt war. »Kinder«, pflegte sie zu sagen, »sind eine Plage.« Ihre hellen Katzenaugen musterten jedes der Kinder eindringlich, bevor sie eines erwählte, mit ihr zu kommen. Doch kehren wir zurück zu dem kleinen Mädchen, das in eben diesem Augenblick durch die kalte Nacht irrt. Emily Lang, dem Reverend bekannt als Nummer 9. Madame Snow White Pink geläufig als die einäugige Missgeburt. Kein Mensch wird für sie bezahlen. Wie oft schon hatte Emily diese Worte vernommen. Die anderen Kinder beneideten sie darum. Sie ist hässlich. Madame Snow White Pink, die kein Hehl aus ihrer Meinung machte, war alle Zeit gut gekleidet, trug schwarz und war weiß geschminkt. Lippenstift in Pink und die hellen Katzenaugen ließen sie wie ein Raubtier erscheinen, das auf Beute aus war. Diese Missgeburt! Dabei irrte sie in doppelter Weise. Zum einen besaß Emily zwei Augen, ein helles wachsames und eines aus Glas.